Nöttingen, ein kleiner, beschaulicher Ort zwischen Pforzheim und Karlsruhe. Während sie sich in München bei den Bayern nur mit Arturo Vidal und ihrem neuen Mega-Mittelfeld beschäftigen, laufen in dem 2500-Seelenort die Vorbereitungen auf Hochtouren. Der FCN, ganzer Stolz der Nöttinger, trifft im DFB-Pokal auf den FC Bayern. Es war natürlich unser Traumlos. Natürlich das Traum unwunschlos und von daher war natürlich die Euphorie riesengroß. Es gab natürlich einige Hellseher, die schon das ganze Jahr dann gesagt haben, oder nachdem wir den Pokal geholt haben, dass wir Bayern München kriegen. Die haben dann sich nachher bestätigt gefühlt, aber ich glaube, so wirklich hat keiner dran geglaubt. Und dass es dann so war, war natürlich umso schöner. Zum sechsten Mal in Folge im badischen Pokalfinale. Also sind wir eine reine Pokalmannschaft und da wird es natürlich jetzt im DFB-Pokal, werden wir das wieder in die Waagschale werfen. Und ja, die Mannschaft hat sich sehr, sehr gut vor 2 Jahren gegen Schalke 04 präsentiert. Und die Jungs sind eigentlich immer so auf diese Highlights, die Spiele wie im DFB-Pokal natürlich brandheiß. Endlich angepfiffen. Die Kugel rollt, alle sind mitgerissen. Ja, denn heute ist der Tag, unglaublich aber wahr. FCB und FC Nöttingen im DFB-Pokal. Ja, alle feiern pausenlos, seit dem Traum los. Also macht für Andy Petko mal die Daumen hoch. Eine Jahrtausendshow für uns. Für die Bayern nur ein Pausenbrot. Na und, auf geht's! Die Jungs sind voller Euphorie seit der Auslosung. Man merkt es auch im Training. Sie haben vor allem die schweißtreibenden Einheiten, die wir gemacht haben, auch bei den Temperaturen, die in letzter Zeit geherrscht haben, voll durchgezogen. Und sie sind alle voll dabei. Was wie ein Feuer in uns brennt. So, liebe Bayern, wie viele vielleicht wissen, aber ihr wahrscheinlich noch nicht, sind wir eine richtige Pokalmannschaft. Wir waren 6-mal im Endspiel im badischen Pokal und wir wollen auch im DFB-Pokal ins Endspiel. Also seid drauf vorbereitet.